Wir spielen mit den Vietnamesen, wir spielen mit Sub-6, wir spielen mit dem Vietnam- und Kublai Khan-Paket, den wir noch nicht kennengelernt haben. Kublai Khan, uns haben wir kennengelernt, uns Vietnamesen an meiner Seite, viele Leute auf Twitch, vorgerückte Stunde, nach 11 Uhr am ersten Abend des Live-Let's Plays, das es auf Twitch gibt und nachher auch auf YouTube. Und immer noch über 600 Leute, die ja als begeisterte Sivan nicht aufhören wollen, uns bei unseren ersten Schritten in dieser neuen Welt zu begleiten. Und uns zu applaudieren und zu ermahnen, uns Vorräte rüber zu schicken oder zumindest gute Tipps. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen gleich weiter. Ausrichtung wählen. Erster Schritt. Ausrichtungsbaum öffnen. Es geht Richtung Staatsdienertum über die Handwerkskunst. Wir hatten eben darüber diskutiert, was haben wir mit dem Gouverneur. Und ich will jetzt mal nicht mehr laut sagen, welchen Gedanken wir verworfen haben oder... Warum? Mazoma nix. Und, komm, ich will nicht, also echt, welche Enttäuschung für mich. Pingala, der Erzieher, Mazoma nix, ertappt und erwischt als Spion, als Agent des chinesischen Kaisers. Pingala, Beförderung, Ansehen, erstmal ernennen. Pingala wird ernannt und geht rüber nach, nicht in die Hauptstadt, er geht nach Bullenhorn. In eine Stadt, wo er, wenn er in 5 Runden da ist, vor Ort erstmal so gut wie nichts bewirken wird. Aber er wird in 15 Runden ungefähr über den Daumen eine andere Beförderung bekommen. Und mit dem Titel könnten wir ihn dann zum Beispiel machen zum Connoisseur, dann gibt die Stadt 4 mehr Kultur und dann rasen wir dort voran oder wir bekommen 4 mehr Wissenschaft, vielleicht dann sogar schon 5. Den holt man sich früher oder später, wenn wir wie wir auf Kultursieg gehen, sowieso irgendwann. Ja, wir könnten ja wirklich noch eine Stadt gründen nachher. Und nirgendwo, das ist nirgendwo Vegetation. Mazumani, schau dir das mal an. Wir Vietnamesen sind angewiesen auf Wald und Regenwald. Und wir haben so einen kleinen bewaldeten Flecken hier, wo hin und wieder mal ein paar Bäumchen stehen. Den haben die Entwickler uns im Zufallskartenskript geschenkt. Aber der Rest der Welt ist vegetationslos. Wir können nirgendwohin expandieren. Das ist eine Schande hoch 10. Wir sind total aufs Mittelalter angewiesen auf die Bewaldungsaktionen. Ja, das ist total traurig. Wir können ja unsere Bezirke, unsere Spezialbezirke nur auf Sumpf, auf Regenwaldfeldern oder auf Waldfeldern bauen. Und wenn es die nicht vorhanden gibt oder wenn die nicht vorhanden sind, dann ist das halt ein echt großer Nachteil. Sollen wir aufgeben und neu starten? GG in den Text schreiben. Haben andere Spieler auch schon gemacht. Und dann einfach neu starten. Nein, kein Neustart. Also ich bin da strikt gegen. Wir müssen das jetzt durchziehen, lieber WB. Wann haben wir das letzte Mal ein Let's Play mit Civilization of Godhead neu gestartet? Noch nie. Und wir werden es auch nie tun. Richtige Antwort. So will ich meinen Mazumanix haben. Sehr gut. Klasse. Wir ziehen weiter. Und von hier zieht schon so jemand runter. Dann ziehen wir einfach Richtung Westen. Oh Gott, wie furchtbar. Jetzt kommt man hier nicht weiter. Hierhin. Und eine Runde weiter. Im Ernst, lasst euch nicht unterkriegen. Wenn ich weiß ja nicht, ob wir immer auf Höchstniveau spielen. Ich weiß nicht, ob wir immer auf Höchstniveau spielen, aber eins weiß ich, wir lassen es echt, wir haben hohe Moralwerte. Und ich weiß nicht, ob man hier so viel lernen kann, aber eines weiß ich, zumindest die Verbissenheit. Die demonstrieren wir immer und immer wieder, dass man einfach, ja, man muss nicht so früh aufstecken im Spiel. Wir haben schon Situationen gehabt bei den Let's Plays, die waren zum Haare raufen. Die waren furchtbar. Ich erinnere mich an ein Let's Play, das war, glaube ich, mit den Ungarn. Da hatten wir zum Start 2 Städte und die stärkere der beiden, die Hauptstadt, wurde uns übernommen und wurde uns geklaut von, ich glaube, das waren die Skythen und Tomyris, die super guten Start hat mit ihren Kavallerieeinheiten, die sich immer verdoppeln. Und niemand hat auch nur, also viele Leute haben keinen Pfifferling auf uns gegeben, dass wir es schaffen. Wir haben weitergespielt und haben es umdrehen können. Wir hatten ein Let's Play mit den Kree, auch auf Gottheit. Da hatten wir ganz früh auch einen Krieg und wir hatten, glaube ich, auch nur noch eine Stadt, Mazumanix, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ich glaube, eine und haben dann relativ schnell noch eine zweite noch gründen können, aber wir haben auch Städte verloren dann, die wir Ja. erstmal zurückerobern mussten. Also, das war echt spannend. Alles auf Gottheit. Und wir haben trotzdem es noch gepackt. Also nicht unterkriegen lassen. Wenn man verbissen ist, wenn man nachdenkt an Lösungen, tüftelt und es ist oft noch möglich. Der Mann, der Schneid genug hat, sich für die Bewaldung und Bewässerung eines Landes einzusetzen, verdient die gleiche Ehre wie seine Eroberer. Oh, das ist gut. Professor Pantera, ich danke dir. Wir suchen ja immer Nicknames für unsere KI-Herausforderer. Professor Pantera schlägt vor Drachenwanst. Böse, aber das merke ich mir mal. Da könnte echt was dran sein. Oder wir können auch irgendwie. Vielleicht ist noch eine Spur zu elegant. Wie wäre es denn mit Drachendickerchen oder mit irgendwas in der Art? Ich weiß nicht. Dick drauf, ich weiß nicht. Komm. Einmal Plantage. Baubar jetzt und hängende Gärten. Und Sumpf trockenlegen, was wir nie und nimmer machen. Bananen entfernen machen wir auch nie und nimmer. Forschung wählen, nächster Schritt. Wir wollen wissen, wo Eisen ist, immer noch. Wir würden auch mal gerne Campusdistrikte bauen. Alles wichtig, alles notwendig. Wir gehen mal auf Bronzeverarbeitung. Und wir endlich, vielleicht haben wir ein Glück und bei uns ist Eisen. Bei uns um die Ecke. Baumwolle. Ab jetzt können unsere Leute sich in glänzenden Gewändern, Wänden stecken, irgendwas in der Art. Auf jeden Fall, heutzutage, die billigsten T-Shirts, die ihr auf euch kauft, sind aus Baumwolle gemacht und kein Mensch käme auf die Idee, oh cool, wir können all die T-Shirts bekommen, Annehmlichkeiten in den Städten, Luxusprodukt, ab jetzt sind wir glücklich und zufrieden und himmeln unsere Regierung an, weil sie uns T-Shirts aus Baumwolle zur Verfügung stellt. Aber in dieser Zeit, hier, 2440 Jahre vor der Zeitenwende, Baumwolle tragen nur die Reichsten der Reichsten, unsere Leute. Das ist top, sensationell. So, wohin rennt er? Gucken, was hier ist. Das werden die Chinesen uns wegnehmen. Hier sind die Loyalitätswerte auch sehr hoch. Wir müssen gucken, dass wir schnellstmöglich nach hier unten hinkommen. Vielleicht hier hin. Ich könnte mir also, wenn wir, selbst wenn wir hier einmal, zweimal siedeln, vielleicht nur einmal hier oben, kann sein, dass ein Krieg mal zu mal nichts mit den Chinesen unausweichlich ist. Was hältst du davon, deinen Herrn, den chinesischen Kaiser, anzugreifen? Also erstmal möchte ich fürs Protokoll festhalten, dass du der Erste bist, der hier einen Krieg gegen den Chinesen ins Spiel bringt. Ja, gegen den lieben Kaiser von China könnte das durchaus eine Idee wert sein. Also für Krieg bin ich ja irgendwie immer zu begeistern. Mal sehen, was wir da noch machen können. So, du wärst dafür, dass wir die Chinesen überfallen. Ja, mein Weltbild kommt ein bisschen durcheinander. Wir könnten uns da auch überlegen, dass wir sagen, ach Mensch, der Kaiser von China, der ist eigentlich ganz lieb. Also ich persönlich finde ihn ja auch sehr sympathisch irgendwie. Und wir begnügen uns vielleicht mit dem einen oder anderen Stadtstaat, wo wir sagen, ach, der bringt uns nicht so viel. Ist bereits das bereit, unschuldige kleine Stadtstaaten zu überfallen. Hauptsache, die Chinesen müssen nicht leiden. Naja, du hast gerade gesagt, Armani wollen wir nicht, Stadtstaat, wer braucht jetzt schon? Dann könnten wir doch nur konsequent sein. Und den nächsten Schritt gehen, oder? Bin immer noch dezent erschüttert. So, eine letzte Aktion und dafür rennen wir jetzt rauf. Zu den Oliven, die wann kommen? In 7 Runden. Wir würden natürlich auch gerne die Weide hier anschließen. Das wird uns auch sehr helfen. Bei der Produktion von 3,6 auf 4,6 hoch, das wäre cool. Handwerker kaufen kein Geld. 215 Handwerker bauen 14 Runden. Weitere Handwerker wäre echt cool.
Und wenn wir in Bullenhorn dadurch, dass wir eine Weide bauen, die Möglichkeit bekommen, einen weiteren Handwerker eher fertigzustellen. 15 Runden, aber was sollen wir sonst bauen? Wohnraum? Nee. Ich könnte mir vorstellen, wir stellen gleich nach einen Handwerker ein. Und der ginge dann schneller, wenn wir oben raufrennen und die Pferde holen. Wie sieht's denn mit der Zufriedenheit aus? Ich finde, wir machen die Weide. Dann haben wir ja einen Produktionspunkt mehr und dann wird der Handwerker, der danach entstehen wird, schneller fertig sein. Ja, finde ich auch gut. Mine bringt in dieser Spielphase leider nur eine Produktion mehr. Einmal da. Eine Runde weiter. Einen Händler habe ich eben gecheckt. Corin Meister Quitte, hallo. In der Übersicht, das bringt im Moment sehr wenig. Guck mal, kaum Nahrung, kaum Produktion. 3 Gold. Wir rechnen ja immer ungefähr mit dem Kurs, dass 3 Gold, 4 Gold etwa einer Produktion entsprechen. 3 oder 4? 4. 4, ne? Das war immer unser Kurs. Das kann man sehen, wenn man beliebiges Bauprojekt in der Stadt anklickt und das checkt ein Händler. Würde 47 Produktionen kosten, würden wir ihn kaufen, 185. Also die KI rechnet mit 4 zu 1 und das macht die eigentlich ziemlich clever. Ja, poker mal. Ich poker mal, ob wir hier oder hier noch ein Bonusdorf entdecken. Wahrscheinlich nicht, aber man kann es ja mal machen. Gleich kommt der 4. Bürger. Handwerkskunst, The Boost, Pferde. Reiterei. Und damit sind wir in einer Runde hier und in 8 Runden haben wir das Staatsdingertum. Und dann den 2. Gouverneurstitel. Sanitarjeta aku, ratuneng kalawan pangraksaning Indonesia. Sintena ikang kumira, aku tanpa bisa lumrah aneng dasaring samudra. Ich habe selten jemanden erlebt, die mir mit so viel demonstrierter Demut so brutal gedroht hat, wie die Blumenkönigin gerade. Die Blumenlady. Ich habe gerade nicht gehört, wie sie sich ausspricht. Sagt sie Gitaria oder Gitaria oder Gitaria? Ich habe gerade vor mich, ich glaube, ich habe innerlich Selbstgespräche geführt oder irgendwo hingedacht oder nicht gehört oder selber gebrabbelt. Wie wurde sie gerade ausgesprochen? Gitaria? Gitaria? Wer hat es mitbekommen? Das Blumenkronenscheusal, fachsimpel Teplotaxel. Meine persönliche Lieblingshilfe meinte North Bowman, so, so. Wie wird sie ausgesprochen? Weiß das jemand? Mag mal jemand googeln? Vielleicht findet ihr das irgendwo. Gitarre. Gitarre. Gitarrist. Also, was ihr hier erzählt. Ach komm. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Blumenkönigin. Blumenkönigin. So wie Weinkönigin. Das klingt irgendwie so voller Ehrfurcht und. Aber in Wahrheit ist es, ehrlich gesagt, ist fast schon so auf einem Niveau wie Karnevalsprinzessin. Ach komm, das ist für uns ab jetzt die Blumenkönigin. Die hat uns gedroht, wir können ihr mit gleicher Münze unverschämt heimzahlen. Blumenkönigin. Wir tauschen Infos aus über die Hauptstädte, das ist okay. Ah, da oben ist sie. Ohne Handwerk ist Inspiration nichts als bloßes Schilf im Wind. Oh, das ist gut. Handwerker schneller im Bau, das kommt perfekt eigentlich. Jetzt müssen wir ein bisschen spekulieren. Also, wir brauchen 7 Runden bis zum Staatsbürgertum. Reislocht, heilige Stätte steht! Der erste wäre Konfuzius.
4 Punkte. 2, 3. 3, 4. Ist mittlerweile eine Religion gegründet. Ja, der Hinduismus wurde gegründet von Indonesien. Nein, so, die haben uns die Choräle vor der Nase weggeschnappt. Das ist echt doof. Die hätten uns sehr geholfen beim Kultursieg. Das heißt, es sind noch 3 Religionen zu gründen. 3 sind neu im Pool, 3 große Propheten, dann heißt es Ende Gelände. Die 3 hier. Wir müssen China einholen. Oder den zweiten. Das schaffen wir, komm. Heilige Stättengebet, 5 Runden. Wie viel bringt's? Wie viel Glauben bringt uns das, Matzo Mannix? Die großen Prophetenpunkte. Ich habe das tatsächlich mal nachgeguckt, aber wieder vergessen. Ich meine, es wären 20. Es könnten auch 25 sein, ich bin mir da nicht ganz sicher. Da verlasse ich mich mal auf die Schwarmintelligenz von euch im Chat, ihr Lieben. Das schaffen wir locker dann. Das wäre gar kein Ding. Also selbst wenn es nur 20 sind, wir brauchen ja nur 60. 15 bis 25 wird gemutmaßt. Also das schaffen wir doch dann locker. Ja, also den ersten holen wir nicht ein, aber der zweite oder der dritte, die wären etwa gleich schnell. Das würde kosten dann bei denen so um die 25 Runden. Das heißt, wenn wir das dreimal gemacht haben, viermal müssen wir es machen. Wir brauchen 20 Runden. Nee, wir generieren einen Punkt selber ja jetzt. In der Heiligen Stätte, wir müssen das schaffen. Das schaffen wir. Der Schrein würde einen weiteren großen Prophetenpunkt bringen. Aber das dauert zu lange. Wir machen 3 heilige Gebete hintereinander. Jetzt ist die Frage, ob wir den Produktionspunkt mitnehmen oder ob wir den austauschen gegen 30% Produktion für Handwerker. Wir haben hier eine Produktion in Reislocht von 10. Da können wir den einen Punkt auch verzichten. Dann würde hier der Handwerker schneller entstehen und die brauchen wir dringender. Ich würde das machen. Ich würde die 30% Handwerker reinnehmen, was immer nichts. Was meinst du? Also erstmal wird uns dann ja auch dort ein Produktionspunkt abgezogen. Dann haben wir statt 5 nur noch 4. Das wären mit 20% weniger. Mhm. Ja. Dann hast du recht. Also dann lohnt es sich nicht für die eine Stadt. Dann hätten wir da 10% mehr nur und woanders überall weniger. Dann lassen wir es sein. Und wir lassen drin Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren. Der Rest ist für uns nicht so attraktiv. Die Inspektion, wir brauchen nicht zwingend auf XP gehen. Lieber auf Nummer sicher oben. Ich würde das so lassen. Nein. Ja, würde ich auch so lassen. Zwischendurch danke an all die Leute, die abonniert haben. Ich fokussiere mich beim ersten Stream eines Let's Plays immer ein bisschen aufs Spielen. Und gehen ein bisschen weniger dann auf die Abos ein, aber nochmal vielen lieben Dank an Ori für die 11 Monate, abonniert an Hans Pock für die 4 Monate, danke auch an dich und auch an Oliver heißt das, ne? Hallo Oliver, für 6 Monate und die sehr, sehr freundliche Bemerkung, die du dazu geschrieben hast, über schöne und entspannte Sif-Abende. Das hat sehr gut getan, danke dir. Eine Runde weiter. Neustadtstart getroffen. Das sind alte Anzeigen. Das ist eine neue Anzeige in Anshan. Ist sie mittlerweile Suzerän und kassiert leider ordentlich Wissenschaft. Demnächst. Wir haben echt... Das wird noch hart. Also wir führen ja als Vietnamesen eine Ziff an, die sich gut einigeln kann. Jetzt fände ich es schön, wenn wir so reich wären, dass uns die anderen wirklich unseren Reichtum neiden würden. Ich glaube, wir sind so armselig. Es kommt niemand zu uns rüber, um uns killen zu wollen, weil uns kein Schwein ernst nimmt. Wir brauchen diese ganzen Defensivsachen gar nicht. Wir sind irgendwie die größten Luschen im Augenblick hier. Kein Mensch nimmt uns als Gegner ernst. Wir müssen uns gar nicht verteidigen.
Die Leute greifen sich wahrscheinlich selber an, weil es woanders fettere Beute gibt. Das ist alles sehr peinlich im Augenblick. Nein. Na, das ist ja hier doof. Pingala ist da. Und wieder eine Runde weiter. Vierter Bürger hier in Bullenhorn da. Acht Kultur mittlerweile. Monument. Nächster Schritt. Handwerker. Händler für Straßenbau. Heilige Stätte, haben wir keinen coolen Platz. Campus können wir noch nicht bauen. Würde uns sofort was bringen. Geht auch, aber auch deshalb weil keine Vegetation. Ich würde auch hier den Händler einstellen. Wir brauchen zwar dringend Wohnraum. Die Stadt wächst nicht weiter. Aber mit dem Handwerker könnten wir halt Oliven anschließen, Weizen. Eine Weide, das hilft uns. Ich würde tatsächlich eher den Handwerker als den... Ich würde, glaube ich, erst den Händler, erst den Handwerker, dann den Kornspeicher. Ja, würde ich auch machen. Wir kriegen ja Wohnraum durch die Modernisierung und wir brauchen auch dringend die Oliven für unser kleines Annehmlichkeitenproblem. Hm. Im Chat wird nachgedacht, ob man nicht einen North Bowman fragt, aber ob wir nicht wegen des neuen Modus, den wir spielen, Monopole und Kooperationen, unbedingt einen Handelsweg bräuchten, weil der generiert keine großen Händlerpunkte. Also ich glaube, unser North Bowman will darauf hinaus, dass wir dann eine Heureka bekommen für die Währung und sobald wir dann die Währung erforscht haben, was noch ein kleiner Weg ist, dann können wir ja tatsächlich unsere Industrien einsetzen. Ja, da sind wir noch entfernt, weil die Währung können wir noch gar nicht erforschen. Mhm. Also das machen wir bestimmt noch, bis wir da soweit sind, werden wir bestimmt einen Handelsweg haben. Ich denke auch. So, man bietet uns für 38 Gold für 6 Pferde. Die hat auch nur 2 Städte? Nein. Jetzt bin ich überbaff. Die KI startet fast immer relativ schnell mit 3 Städten. Denn die KI auf Gotthard startet mit einem Siedler, so wie wir auch. Aber die haben halt auf Gotthard, ist es halt so, wenn die ihre erste Stadt gegründet haben, spawnt dort ein zweiter Siedler. Der ist sofort da auf Gotthard. Und damit ziehen die los, gründen die nächste Stadt und zack, ist dann der nächste Siedler da. Und den dritte Siedler gründet dann die dritte Stadt. Das bedeutet vermutlich, Matsumanix, dass Barbaren ihr einen Siedler gemobst haben und dadurch die Kette unterbrochen worden ist. Ja, das kann wahrscheinlich passiert sein oder sie hat tatsächlich noch keinen guten Platz gefunden, weil da vielleicht das ähnlich wie bei uns ist, dass da die anderen KIs sehr stark noch mit drumherum wachsen. Ich bin sehr gespannt, wie das bei ihr aussieht. Also ich finde, wir sollten jetzt mal in ihre Richtung ziehen mit dem einen Späher, den wir dort haben. Vielleicht haben wir Glück und treffen den gekidnappten Siedler. Wenn wir das machen, wenn wir gütig sind, wie wir sind. Wir sind ja durch und durch Menschenfreunde. Ihm klar machen, dass er sich am wohlsten fühlt in unserem Reich und nicht mehr zurückgehen soll zu den Indonesiern und da soll er für uns gefälligst eine neue Stadt gründen. Lass uns das mal versuchen. Lass uns darauf mal pokern. Aber das machen wir. Wir können alles Geld brauchen. Was soll man mit den 6 Pferden? Dann mag sie uns, das ist okay. Soll man versuchen, offene Grenzen von ihr? Sie ist so weit weg. Wir machen das so, wie es hier steht. Sie hat keine Luxusgüter, nichts. Keine strategische, sie hat nichts. Die ist arm wie eine Kirchenmaus, die Frau. Wie finanziert die diese Krone? Das Reich ist so bettel- und bitterarm. Ich glaube, die muss ihre Leute gnadenlos ausbeuten und unterdrücken. Das Reich hat keine Gelder, hat keine Ressourcen, kann nichts. Aber die feine Dame läuft mit Luxusblume und Luxuskrone rum. Ich glaube, der dritte Siedler,
Der ist nicht gekidnappt worden von den Barbaren. Der hat rebelliert und ist stiften gegangen. Ich glaube, der hat sich abgesetzt von denen, oder? Ich denke ja. Machen wir. So, das war alles hier sehr langweilig. Vielen lieben Dank. Mit ihm wollten wir hoch zu ihr. Was ist der schnellste Weg? Übers Wasser können wir nicht. Natürlich hier lang. Hoffentlich kommen wir hier durch. Ja, Osten zu rennen ist eigentlich langweilig. Wann gehen wir denn? Ab Schiffsbau kann man erst wassern. Weil hier haben wir Glück und können in ein Barbarenlager reinziehen, das verlassen worden ist. Es gibt so oft komische Situationen. Hier wird mehr Wohnraum benötigt, das war uns klar. Hier müssen wir ein bisschen machen. In 10 Runden nächster Handwerker. Und so 11, 10, so wäre es 7, 12. Machen wir mal so. Antike endet in 6 Runden und wir haben an Zeitalterpunkten 4 zu wenig für ein goldenes Zeitalter. Können wir da noch irgendwie tricksen, Matsu Manix? Also, falls wir jetzt von deinem Plan abrücken würden, lieber Daniel, und mit dem nächsten Gouverneurstitel uns doch Armani holen und Suzerän werden, dann würden wir tatsächlich noch einen Zap bekommen. Aber wie viele? Ich finde, das reicht nicht aus. Einen? Ja, zwei? Wir sind die erste Suzerän. Wie viele Zaps, wie viele Zeitalterpunkte bringt das? Also der erste Suzerän wären 2 Zeitalterpunkte. Fehlen dann nochmal 2. Also ich bin ja ein bekennender Pragmatiker. Aha. Indonesischer Siedler. Nein. Da ist er ja. Der steht hier rum. Der hat rebelliert. Der steht hier auf dem Gelände von Anshan, von dem Krieger. Aber die haben rebelliert. Ich hab's doch gesagt. Hier kann man nirgendwo siedeln. Wenn wir uns hier hinziehen, können die nicht nach Richtung unten laufen. Das wäre bitter, wenn die uns die Plätze hier vor der Nase wegschnappen. So, naja, der klebt ja eventuell in den Anshan-Einheiten ständig fest. Jetzt gucken wir mal eine Sache checken. In einer Runde ist das Heilige Städtengebet fertig. Wir gucken mal, wie viele Punkte wir im Augenblick haben. Es ist einer. Ein Punkt verdient für einen großen Propheten. Ich sage, wieso denn nur einen? Ja, also wir haben 4, aber einen haben wir in der letzten Runde produziert. Tatsächlich. Man merkt, der Stream läuft seit 4 Stunden und 24 Minuten. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir dazu bekommen. Ich möchte auch ein bleibendes Vermächtnis schaffen, denn Bronze überdauert Tausende von Jahren. So, jetzt wissen wir, wo Eisen ist. Das schauen wir uns gleich mal an. Jetzt können wir unser Spezialdistrikt bauen, das Lager Tan, was Kultur gibt für jedes Gebäude auf einem Bezirk daneben. Ich möchte auch ein bleibendes Vermächtnis schaffen. Eine starke Wirtschaft beginnt mit starken, gut ausgebildeten Arbeitskräften. Staatsdienertum, Regierungsplatz baubar und Karten, die wir nicht brauchen. Danke. Nein, das wurde gar nicht fertiggestellt gerade. Was sind das hier? Das ist ja unfassbar. Immer noch eine Runde. Da muss ein Punkt fehlen, oder was? 3. Oh, das gibt's ja gar nicht. Neue Forschung. Einmal auf Schrift.
Nächste Ausrichtung nach dem Staatsdienertum. Mystik wird uns einen Gesandten bringen. Wir wollen aber natürlich auf die politische Philosophie. In 7 Runden kann uns eine coole, gute Regierungsform holen. Ein weiterer Gouverneurstitel. Ich bin dafür! Also, brauchen wir Naturwissenschaften oder Kultur? Normalerweise versuchen wir so zu spielen, dass die naturwissenschaftliche und die kulturelle Forschung immer auf einem Level ist. Diesmal ist die Frage, was ist uns wichtiger? Normalerweise würde ich sagen, wir machen die Naturwissenschaften. Denn wenn man nicht in einem Tempo ist, dann entdeckt man nur Kulturkarten, die irgendwann nicht mehr passen zur naturwissenschaftlichen Entwicklung. Andererseits, wir schielen ja auf jede neue, auf die Mittelaltermärkte, damit wir endlich Wald pflanzen können. Deshalb geht es eigentlich mehr in Richtung Kultur. Das ist ein wichtiger Unterschied. Es geht um hier 4 Kultur- oder Wissenschaftspunkte, mehr oder weniger. Und darüber entscheiden wir gleich zu Beginn des nächsten Livestreams in 20 Stunden über den Daumen.